Julia Simic, heute haben Sie mit Potsdam in Essen gespielt. Wie ist das Spiel gelaufen? Ja, wir haben am Ende, denke ich, doch verdient auch gewonnen, 3:1. Die erste Halbzeit war nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben uns sehr schwer getan. Essen ist auch immer eine gute Mannschaft, unangenehmer Gegner. Und das ist immer so ein bisschen unser Angstgegner in der Vergangenheit gewesen, weil wir oft hier, also auswärts, nicht gewinnen konnten. Und umso glücklicher sind wir jetzt, dass ja, wir die Meisterschaft offen gehalten haben und immer noch alles offen ist. Ja. Ja. Es folgen noch zwei schwere Auswärtsspiele in Wolfsburg und in Frankfurt. Ja, jetzt am Freitag in Wolfsburg, das wird natürlich besonders auch mit dem Hintergrund, dass wir in der Champions League ausgeschieden sind gegen Wolfsburg, sehr emotional, denke ich, und natürlich auch sehr, sehr wichtig. Wichtige 3 Punkte, wenn wir die holen können, aber ja, jetzt halt müssen wir natürlich weiter schauen, dass wir weiter punkten und jetzt kommen die wichtigen Spiele, ja. Und dann normal, wenn Sie die Spiele überleben, dann ist das Meisterschaft eine Sicherheit, oder? Ja, sie ist auf jeden Fall drin, die Meisterschaft. Wir müssen jetzt, wie Sie sagen, eben die Spiele gewinnen gegen die Gegner, die vor uns stehen oder knapp hinter uns. Und da kommt jetzt Frankfurt, Bayern und Wolfsburg, ein Spiel nach Kloppenburg. Und wenn wir diese Spiele alle gewinnen, sind wir Meister. Aber das ist nicht so einfach. Ja. Sie haben noch mit Bayern München gespielt. Auch gegen die Mannschaft spielen Sie noch. Wie sehen Sie das dann? Ah, schwer. Das ist unser allerletztes Spiel gegen Bayern München. Und ich glaube, das wird mit das schwerste Spiel. Frankfurt und Wolfsburg natürlich auch sehr, sehr schwere Spiele, aber Bayern vielleicht am Ende des letzten Spieltags entscheidet sich noch alles. Deswegen, wir wollen das offen halten und bis zum Ende oben bleiben. Dann die Champions League, Sie sagen dasselbe, Potsdam hat verloren gegen Wolfsburg. Wie sehen Sie das Finale? Wird Wolfsburg gewinnen gegen Tirisö? Ich glaube, das war das vorzeitige Finale, ja, und das Halbfinale. Also von daher, ich bin da optimistisch, dass Wolfsburg gewinnen wird und drücke ich natürlich auch die Daumen für eine deutsche Mannschaft, aber ja, ich glaube schon, dass sie sich durchsetzen, sie sind stärker. Sie sind auch verändert von Bayern nach Potsdam, auch verletzt gewesen. Wie ist alles gelaufen für Sie da? Ja, ich war 2 Jahre verletzt mit 2 Kreuzbandrissen und jetzt ist, denke ich, immer besser geworden. Die Hinrunde war vielleicht noch so ein bisschen, um fit zu werden, um in den Rhythmus zu kommen. Und jetzt habe ich meinen Rhythmus, denke ich, gefunden und viele Spiele jetzt gemacht und das Knie ist sehr stabil. Ich habe viel Vertrauen wieder und das ist für mich auch wichtig natürlich. Und was ist das Wichtigste in Frauenfußball für Sie? Für mich? Ja. Natürlich auch Titel gewinnen, wie für jeden Mann natürlich auch. Wir haben dieses Jahr noch die Chance eben auf die Meisterschaft. Ich denke, das ist der ehrlichste Titel, weil er über ganz viele Spieltage entschieden wird. Und das ist natürlich unser großes Ziel. Und für mich natürlich auch als Einstand für Potsdam wäre das super, wenn wir eben gleich diesen Titel holen könnten. Aber mal gucken, was möglich ist. Okay. Viel Spaß und viel Glück. Danke. Dankeschön. Tschüss. Danke.